Guten Tag, meine Eierköpfe. Na, die letzten Tage ist ja mein einjähriges Scopedios YouTube Jubiläum gewesen und bin mal gespannt, wie ihr darauf reagiert habt. Es gibt ja eine kleine Verlosung. Ich bin heute mal frei Schnauze unterwegs, habe jetzt irgendwie kein besonderes Thema, dachte mir einfach nur mal ein bisschen rumfahren, einfach mal die Kamera anmachen. Und ich hole jetzt gleich noch etwas nach, was ich eigentlich schon gemacht habe, wo ich aber technische Schwierigkeiten hatte. Und zwar treffe ich mich jetzt noch mal kurz mit einem Abonnenten, hat sich heute so ergeben. Und diesmal läuft die Kamera. Bin ich jetzt ein bisschen hier durch Moers unterwegs auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt alle Ostern mit euren Familien verbringen können. Ja, war ja auch ein ganzes Hin und Her mit komplett Lockdown ja und nein und was weiß ich nicht alles. Hat Bundes Merkel sich mal wieder selbst übertroffen. Naja, was soll man dazu hart sagen, ne? Läuft alles wie am Schnürchen in Deutschland. Ja. Ja, Leute, abonniert meinen Kanal. Fleißig mich unterstützen, damit ich hier irgendwann mal ein Auto kaufen kann. Muss ich mal überlegen, wo bin ich denn jetzt hier gerade, ey? Also ungefähr weiß ich, wo ich hier bin. Ah, der Park wird wieder voll sein hier, ich sehe es schon. Bei so einem schönen Wetter. Ist ja auch alles zu. In der Stadt hat man keinen Bock mit Masken rumzulaufen. Dann geht man eben hier rein. Ja, eben, hier will man noch ein bisschen grob sauber gemacht zu Hause. Kamera habe ich dabei. Vielleicht gleich nochmal an der alten Weselbrückenauffahrt nochmal ein paar Fotos machen. Mal schauen. Der hat auf jeden Fall Massefehler vor mir. Kann ich ja gleich nochmal ein bisschen Werbung machen hier. Und zwar, naja, in eigener Sache auch. Unter anderem. Und zwar bin ich an einem Podcast zu hören. Von Gang rein und los. So nennt sich der Podcast auf Spotify. Ich mache mal eine... Ja, ich verlinke das mal unten. So, wo war ich eben nochmal? Ja, komischerweise habe ich gerade auf dem Handy geguckt. Nein, doch. Und genau, also von dem ich jetzt sprechen wollte, habe mir natürlich geschrieben und auf mein Video reagiert. Das ist sehr lustig. Und zwar, ich bin ja auf Spotify zu hören, bei dem, wenn man bei Spotify Gang rein und los eingibt, das ist ein Podcast. Gang rein und los. Der Ausreiter, der auch YouTube-Videos macht, also auch Motovlog. Der hat halt einen Podcast auf Instagram und da bin ich in Folge 8 zu hören. Und der Podcast haben wir aufgenommen, ja, direkt einen Tag, nachdem ich das Video hochgeladen habe, wo ich genau hier mir das ganze Geschehen von den Querdenkern mal angeguckt habe. Und es ist ein bisschen ins Politische abgedriftet. Leck mich im Arsch! Ich habe das so gewählt, dass ich das Video hochlade, als an diesem Wochenende auch nämlich wieder eine Querdenker-Demo war. Und da habe ich mir gedacht, wenn man schon bei YouTube was eingibt und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen fürs Video abgreifen. Ganz schlaue Technik, hat aber glaube ich nicht wirklich funktioniert. Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Und das ist sowieso ein sehr heikles Thema, weil halt, ja, durch die ganzen Geschehnisse und die aktuelle Situation, die wir in Deutschland haben, ihr wisst das ja alle, ist ein sehr heikles Thema und passt auch nicht immer in den Motovlogs rein, aber ich wollte mir das einfach mal selber angucken, weil ich das einfach nur aus dem Fernsehen kannte. Ja, und aufgrund dessen ist das Thema halt bei dem Podcast, ich sag mal auch zu, ich würde sagen fast 40% mehr ins Politische, aber auch nur wie zwei Motovlogger diese ganzen Geschehnisse, die gerade passieren in Deutschland, sehen, ohne dass wir, da muss ich ganz klar sagen, uns in irgendeine Ecke drängen lassen wollen, was wohl bei ihm teilweise so angekommen ist, bei dem Ausreiter, mit dem ich dann halt in dem Podcast zu hören bin. Und da will ich auch mal ganz klar sagen, niemand ist irgendwo rechts von uns beiden oder auch weder links oder rechts. Wir distanzieren uns ganz klar auch von solchen
Parteien. Da haben wir auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. Und ganz klar kann ich wohl auch sagen, keiner von uns hat Bock auf die aktuelle Lage und wie mit uns umgegangen wird. Und das war einfach nur sozusagen ein Gespräch und Gedankengut zwischen zwei Motovloggern über diese ganze Sache. Und da ging es natürlich auch ganz viel darum, wie bin ich zum Motovlogs gegangen. Und das ist auch eigentlich für mich der wichtige Part auf jeden Fall bei diesem Thema. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich Motovlogger bin und auch Motovlogger-Videos, also Motovlog-Videos für YouTube mache, auch mich trifft das mit Corona, so wie jeden anderen von euch auch. Und deswegen fand ich das immer ganz spannend, da mal hinzufahren und mir das ganze Geschehen anzugucken. Und ohne, dass ich jetzt ich habe mit niemandem da irgendwie Kontakt gehabt oder habe auch keinen Kontakt zu irgendwelchen politischen rein oder so, ganz im Gegenteil. Die ganze Scheiße und der ganze Bums interessiert mich nicht. Dennoch kann ich ja wohl meine Gedanken äußern. Noch habe ich das Gefühl, dass wir in Deutschland in einem, obwohl, na, eigentlich ist das auch nicht mehr so. Meinungsfreiheit ist ja auch, wird ja auch ganz oft von der Politik beschnitten. Du asoziales Element! Naja, aber das fiel mir jetzt nur dazu ein. Das war ein ganz, ganz kurzes, ja, was heißt Statement, aber einmal kurz drüber gequatscht. Weil ich finde, auch viel mehr gibt es auch nicht drüber zu quatschen. Wenn das jemand falsch verstehen will, von vornherein, ohne dass er richtig zuhört, dann frage ich mich, wo bei den Menschen die Intelligenz ist. Man muss nicht alles verstehen im Leben. Denn niemand von uns beiden sagt da irgendwie, dass wir für Rechte sympathisieren oder ähnliches. Totaler Schwachsinn. Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Wenn ihr auf den Kanal von der Ausreiter geht, er hat kurz nachdem das Video hochgeladen wurde und ist bei ihm. Die Position und auch die Position ist übrigens die gleiche wie von Marc und Marc Scorpedius, meinem Gesprächspartner, ist nicht deutlich klar geworden, dass wir uns davon absolut distanzieren. So. Ah, ich habe die Wilma, da habe ich glaube ich eben schon mal gesagt, ein bisschen geputzt, weil ich habe sie jetzt echt lange nicht mehr sauber gemacht gehabt, schon ein paar Wochen nicht, und bin jedes Mal, wenn schönes Wetter war, eigentlich gefahren. Weil ich auf jeden Fall mal sagen kann, oder vielleicht auch für die jüngere Fraktion, die sich noch nicht damit auskennt, aber vielleicht in Zukunft vielleicht mit Roller oder 25er anfängt, wenn ihr auf jeden Fall eure Felgen sauber macht, ich mache da ein extra Video zu, aber da irgendwie mit irgendwelchen Reinigungsmitteln, ich sag jetzt mal sowas wie WD-40 oder anderem, eure Felgen sauber macht, guckt, dass ihr auf jeden Fall die Bremse nicht erwischt oder zur Sicherheit über die Bremsscheibe und auch mal eben durch die Bremsklötze ein bisschen mit Bremsenreiniger durchsprüht. Mir passiert das auch oft, ich weiß das aber, und dass da immer ein bisschen was dran kommt und jedes bisschen oder jedes Tröpfchen an der Bremsanlage unten, dann bremst ihr ins Leere. Ihr könnt drücken, so viel ihr wollt, das Ding rollt einfach weiter. Auf jeden Fall, das ist ziemlich gefährlich. Also war jetzt einer von euch, der bei Instagram geschrieben hat, ich soll auch mal Enduro oder Sumo mal ein bisschen was drüber sagen. Und ich bin noch nie so einen Teil gefahren. Ich habe mal vor, gerade jetzt auch für die jüngeren Zuschauer jetzt, die quasi meinen Kanal verfolgen, 125er mal zu testen und zu fahren. Und ich werde mir wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr die KTM 125er, irgendwas schlag mich bumm, genau wie die jetzt genau heißt, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall diese, nicht Enduro, sondern die Sumo-Version quasi davon, ausleihen, Probe fahren. Ich bin sowieso, glaube ich, noch nie eine 125er gefahren. Das interessiert mich, das heißt. Irgendwie hatte ich da früher auch keinen Bock drauf, weil erstens war mein Roller immer schneller als die Pupsdinger da. Und zweitens, also ich finde 125er, wenn die jetzt nicht gerade Zweitakt ist, die hören sich mal so gequält an. Und in meinem Video, wo ich über TÜV für Mofa und Roller spreche, sage ich auch ganz klar, überspringt am besten Mofa und 50er und macht direkt den 125er Führerschein. Ich bin mal gespannt, wer jetzt mein Abonnent dazu sagt, den werde ich jetzt treffen, weil eigentlich hat er ja die Prüfbescheinigung angefangen.
Ich hoffe mal, dass er so schlau ist. Gut, Prüfbescheinigungen in der Schule kosten nur ein paar Mark. Das kann man ja noch verkraften, aber dafür zur Fahrschule zu gehen oder auch für einen 50er, da so viele hunderte Euros reinzustecken, das macht keinen Sinn. Dann macht lieber den A2, heißt der. Und ihr könnt später aufstocken. Dann schauen wir mal gleich hier. Dann warte ich mal hier auf den Moritz. Und diesmal kriegen wir das wohl auch hin, dass wir Bildmaterial drauf haben. Da ist er ja schon. Ja, alles klar? Endlich mal wieder schönes Wetter. Und diesmal nimmt die auch auf. Fährt er hier wieder mit seinem Helm durch. Machst du das eigentlich immer oder machst du das nur jetzt? Ich mach das auch mal. Jetzt habe ich einfach das Mikrofon rausgezogen. Und machst du jetzt 125er oder wartest du immer noch? Ich warte immer noch. Also ich kann ja jetzt im Sommer anfangen mit 125er. Mach das. Weißt du, was jetzt kommt? TÜV für Mofa und 50er. Immer schlimmer. Ja. Aber das ist eher Geldmacherei als alles andere. Ja. Die sind ja noch voll oldschool unterwegs. Bist schon mal so ein Elektroteil gefahren? Da so ein... Ja. Ich noch nicht. Muss ich mal machen. Echt Spaß. Mach dir auch mal Kamera dran. Machst du Fahrradvlogs? Hab ich auch schon überlegt. Ja, mach das mal. Ich glaube, das macht auch keiner mit dem Helm. 3000 PS. Ja, ich habe eben noch erzählt, ich werde jetzt mal ein paar 125er vielleicht mal ausprobieren, Probe fahren. Das ist eine coole Idee, ja? Ja, so ein KTM 125er Ding mit Straßenreifen. Also Sumo heißt das dann, ne? Ja, da hatte ich mir mal was rausgesucht. Wahrscheinlich werde ich mir dann so ein Wochenende ausleihen. Macht ja trotzdem Spaß. Hä? Macht ja trotzdem Spaß. Ja, macht ja Spaß. Ja, will ich ja hoffen, ey. Ja. Weißt du, der Motor und so ein 125er ist mein Anlasser. So, ich fahre jetzt mal weiter. Ja. Ich habe noch ein bisschen was vor. So. Hau rein, ne? Ja, jetzt habe ich dich endlich auch auf Video. Ich hoffe, dass da noch was geworden ist. Ansonsten bist du irgendwie verflucht oder so. Ich weiß es auch nicht. Dann sag ich jetzt mal, was haben wir jetzt heute gehabt? Kurzes Statement zu dem Podcast von mir, der auf Spotify da ist. Hört euch das mal an. Und ja, ist eigentlich auch ganz lustig geworden, das ganze Thema. Also ich bin auf jeden Fall damit sehr zufrieden. Der Ausreiter, der führt einen da sehr, sehr gut durch, finde ich. Also das ist ja kein klassisches Interview. Er hat sich halt zwei Videos von mir angesehen zur Vorbereitung. Und ja, dann nimmt das alles einfach irgendwo seinen Lauf. Ah, vielleicht wird es ja in Zukunft, ich sage jetzt mal ein paar Monate oder ein Jahr später oder was. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn es dann vielleicht nochmal zu sowas kommt. Vielleicht dann, ne? Ja, je nachdem, was dann gerade aktuell bei mir abgeht auf dem YouTube-Kanal und wie ist es dann ein Jahr später oder, auf jeden Fall eine Zeit später, wie sich YouTube für mich entwickelt hat und so. Oder vielleicht gibt es auch andere Ideen noch. Das wird man dann sehen. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen. Jetzt ist das erstmal so noch aktuell alles. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut auf meinem Kanal. Ich habe schon einige Motovlogs hochgeladen. Ich bin jetzt schon über ein Jahr in der Motovlog-Szene quasi unterwegs. Hier werden regelmäßig Videos kommen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und liked meine Videos, wenn sie euch gefallen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall kommt hier vielleicht eine Reaktion. Und auf Instagram bin ich unterwegs. Auch Scorpedius, gleicher Name, alles. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen werden. Und haut rein, Leute. Genießt das schöne Wetter. Jetzt kommt bald der Sommer. Ja. Wir sehen uns.